Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Dawson 2 Kappa Mode. So. Ich war jetzt den ganzen Abend am Überlegen, wie ich dieses scheiß Huhn automatisiert kriege. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin einfach zu blöd dafür, ich weiß nicht. Ich krieg das nicht geschissen. Ich hab mit allem gearbeitet, was mir eingefallen ist, bis mir dann aufgefallen ist, ich mache das einfach mal so selbst. Die Rune of Wrath braucht eine Rune of Earth und eine Rune of Winter und die Rune of Gluttony da braucht eine Rune of Fire und eine Rune of Winter. Man muss diese Rune nur ein einziges Mal machen. Das bisschen Mana, was verbraucht wird, das ist witzlos. Du brauchst nur die Mana Diamonds mal wieder neu machen, weil du die Runen zurückkriegst. Frag mich nicht, wieso. Als ich das herausgefunden habe. Ich glaube, ich bin erstmal eine gemütliche Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, einfach um runterzukommen. Ey, ohne Spaß, ich war so genervt. Kurze Zusammenfassung, um mal zu zeigen, inwieweit es jetzt so ist. Ich hatte jetzt hier vorgestern diese Farm aufgebaut. Hier sind schon teilweise 512 fertig. Ja. Gut, dass hier die Emerald noch bei 1 ist, das war klar, aber das ist GG. Das ist richtig GG. Also, ich bin ehrlich, ich möchte es zwar schwer haben, aber die Runen zu automatisieren. Welcher Vollidiot kommt auf die Idee? So, Infinity Catalyst. Stimmt, die Pink Slimeballs habe ich immer noch. Machen wir mal. So, wie gesagt, alles gestern Abend darauf versucht herauszufinden, heute dann gemacht. Das war eine Aktion von einer, ich habe um 3 angefangen, jetzt haben wir kurz nach 4. So, aufgefüllt, rein da, boom, was fehlt da jetzt? Die wird Gems. Ja. Sehr gut. Aber wir haben Infinity Catalyst. Wie awesome ist das? Oh, ich. Wir sind ja jetzt schnell im Erebus. Die Red Gems sind ja so schnell geholt. Ich meine, da. Ich habe jetzt gerade eben schon erschrocken gehabt. Nee, das ist auch immer noch raus. Nein. Du gehst mir nicht auf den Sack. Holen wir die hier noch einmal ganz kurz mit. Machen wir nochmal so, so. Und so. Zack. Aber ihr wisst, was das heißt. Wir nehmen jetzt erstmal den Expressway nach Hause. Wir können Infinity Catalysten craften. Schaut euch das an. Nochmal für. Da fehlen noch 2. Habt da so ein ganz, ganz böses Gefühl. Die 16384. Storage. Dann muss ich noch mit John mal ein Rezept für die hier machen. So, machen wir mal 4 davon. So. Ich schaue es einfach mal rein. Wer weiß, vielleicht braucht man es nochmal. Vorsichtshalber, wir haben mit jetzt Ende. Und ich mache das jetzt mal ganz, ganz einfach. Wir haben hier noch die Octuple. So. Die 5 tue ich da rein.
Und jetzt sollten wir damit offiziell 45 Infinity Catalyst haben. Perfekt. Perfekt, einfach nur noch. So, dann nächster Schritt. Infinity Ingot. Boah, ey. Ich freue mich, ich krieg einen harten. 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dum 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 dum. Boah, ey. Also ich glaube, ein schwierigeres Rezept habe ich echt noch nicht erlebt. Was habe ich? Moment. Vier. Wieso ist das? Ich frage es gar nicht. So, die Crystal Matrix Ingots und Neutronium. Einmal außen rum. Infinity Ingots. Was ist da jetzt schief gegangen? Aha. Boah, wir haben vier Infinity Ingots. Boah, ich bin doch wahnsinnig geworden. Dann können wir uns ja jetzt setzen an den Wand of Animation. Kriegt hier ein Infinity Catalyst. Hier so, glaube ich, oder? Genau. Die Fairy Ingots müssen wir noch machen, aber das ist gar kein Thema. Es ist alles gut. Alles ist gut. Okay, was brauchen wir? Zwei Glossum Ingots, vier Ender Diamonds, Energized Silicon. Boah, ich bin gerade so tief und entspannt, das ist unglaublich. Also so chillext wie heute war ich lang nicht mehr. Vibrantium. Wir brauchen ja noch da noch ein Tyson Crystals. Also. Moment. Moment, habe ich gerade richtig gesehen? Also. Vier, also 13. Mach mir das mal fertig. Die Soul Crystals können wir rausnehmen. Dann die den Demon Steel of the. Eleventh Magnitude. Der kommt dahin und die dahin. Dann brauchen wir eine Mana Infuse, zwei Lumium und zwei Golden Singularities. Lumium. Golden Mana Infused. Boah, ey. Es ist einfach nur gerade alles sowas von scheiße, was ist egal. Zack.
Zack. Aber die werden getauscht. Magical Wood brauchen wir. Boah, ich glaube, für einige klingt es gerade so, als hätte ich keine Ahnung, einen Joint geraucht oder so. So, was brauchen wir? Large Plate und Tough Rods. Eins. Drei. Sehr schön. Boah, ey, so tief entspannt war ich bei diesem Bondpack lang nicht mehr. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Ach, wir brauchen noch einen. Dann müssen wir noch ein bisschen Magical Wood machen. Aber das ist ja jetzt gerade alles gar kein Thema mehr, denn wir haben genug. Ein Bookshelf brauchen wir, gar kein Thema. Bücher haben wir ohne Ende. Können wir auch bei EMC machen. Holz. Gehen wir kacken hier, 1000 Holz, einfach so, Bams. Librarian haben wir bekommen. Jetzt erst in Folge. Moment, du sollst diese Bücher verwenden. Die anderen sind mir viel zu schade dafür. Flimflam, genau. Weißt du, Folge 72, 73 und wir bekommen Librarian. Wir haben ein Bücherregal gebaut. Wie sieht das aus mit Vibrantium? Sehr schön. Den lege ich mir einfach schon mal separat hin. Oh. Boah, ich kann diese Nacht bestimmt super gut schlafen. Zack, 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 zack. Nur noch die Ferien geht's und Neutronium. So. Ah ja, die Teleportationskurs. Vier Stück. So, wie sieht das jetzt aus? Da brauchen wir 8 Stück von. Boah. Na, 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 hier will ich ran. 3, 4. Ah, da geht ein bisschen Draconium verloren, aber es ist mir egal. Ist mir egal. Was? Moment, habe ich keinen Ingot Cast? Dann machen wir einmal ein paar. Ui. Das war jetzt doof. Ich habe mir gerade ein bisschen Charge für Conium gemacht. So, ganz kurz gucken, was wir für Fairy brauchen. Blut, Obsidian, Adet. Alles null Thema. So, Rotten Flesh brauchen wir dann 4619. Nehmen wir mal zwei Stacks. Adet. Obsidian. Wurms.
Okay, wir brauchen noch ein bisschen Rotten Flesh. So, und das gerade geht mir gerade auf den Sack. Und wir sollten jetzt gleich einblocken, wollten Fairy sehen, genau. Fairy Ingots. Boah. Ich baue hier gerade Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Okay, Fairy Ingots habe ich schon mal gesehen, aber. Also jetzt nicht im echten Leben. Ich lasse es einfach gerade sein. So. Das kann weg. Dann. Silicon. Was hier ist gerade kaputt? Sandy Coal. Das wird doch jetzt nur noch gebraten. Wo sind das Rezept hin? So, das wundert mich jetzt gerade. Wieso ist denn das im... Das soll hier, Diamond Chest, da. Silicon. Wie viel brauchen wir jetzt nochmal? 4 Stück. Ja. Und war das nicht so schwer? Aber wieso war das denn jetzt bitte schon da drüben? 3, 4. So. So. Und da fehlen jetzt noch Glowstone Ingots, ne? Genau. Machst du mal einfach mal gerade 10, die sind ja schnell fertig. Ich würde sagen, jetzt wenn wir es gleich fertig haben, bauen wir unsere Anlage auf. Und dann gehen wir es erstmal wieder ruhiger an und machen einfach nur noch ein paar Quests erstmal. Der Wand of Animation. Right-click blocks to animate them. Gecrafted. Wand of Animation. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, bis er ranzig abfällt. So. Wir machen jetzt erst einmal Safari-Netze. Die reusable. So. Und jetzt überlegen wir einmal, welche Blöcke wir auf jeden Fall animieren wollen. 3 fallen mir auf jeden Fall schon mal ein. Okay, 4, aber einen können wir gerade nicht machen. Den werde ich jetzt eindeutig offscreen craften. Aber auch immer nur so im Nachhinein. Hab ich Bedrockium? Das können wir machen. Bedrockium, Vibrantium. Awakened Draconium ist ein schöner Kandidat. So, ich werde jetzt einmal zeigen, wie der funktioniert. Wir platzieren den Block da, den da, den da. Jetzt haben wir 3 wundervolle Blöcke. Plop. Animated Block. Plop. Animated Block. Plop. Animated Block. Ihr seht, der verliert Haltbarkeit. Jetzt frage ich mich nur... wir haben ja hier mal die wunderschönen Einbauküchen bekommen.
Ja, der Dishwasher, der ist ja auch für Werkzeug da. Den kann ich nirgendwo reinlegen. Okay. Repair. Ach, schade, das ist disabled. Okay. Gut. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, auf jeden Fall. Wir werden dann hier diese Blöcke jetzt bald anfangen animieren zu lassen. Da werde ich wahrscheinlich offscreen was aufbauen, weil so atemberaubend ist das nicht. Ich werde aber euch dann dabei haben lassen. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Wir sind momentan viel, viel zu sehr abhängig von Nether Stars. Merke ich gerade. Es wird wohl Zeit, dass wir in einer der Ecken, wahrscheinlich, oder vielleicht auch hier unten drunter, einen neuen Big Reactor aufbauen. Einen besseren. Weil, naja, muss ich nicht wirklich viel zu sagen. Scheiße. Den Nether Star Block? Nein. Okay. Also kurze Erklärung, was ich jetzt mit den Blöcken vorhabe. Vibrantium sollte klar sein, wir brauchen die ganze Soul-Scheiße nicht mehr. Das ist ein Krampf. Awakened Draconium. Wir müssen keine Drachen mehr abfarmen. Das ist ein Krampf. Bedrockium. Es war kein Kampf zu kriegen. Wir müssen halt einfach nur ein bisschen warten, aber dafür haben wir jetzt quasi unendlich EMC. Oh, mir fällt noch einer ein. Der gute alte Gaia Guardian, ne? Compressed Gaia. Boah. Das ist das Schönste, was ich heute erlebe. So, den tue ich aber auf jeden Fall ins. Ne, nicht ins ME, der kommt in die Enderbouch. Das kann eigentlich weg, das kann weg, das kann weg, das Shirt kann eigentlich mal drin bleiben, das kann weg, das kann weg. Ja. Ne, wie gesagt, dann werde ich offscreen aufbauen, eine Farm dafür aufbauen. Weil wir kennen das auch leider wirklich nur so über die Spawner, über den Autospawner von Mine Factory Reloaded machen. Das heißt, wir müssen es an Essenz rankommen. Okay. Charge Draconium, das ist nicht schwierig. Light Blue Plastic, nicht schwierig. Dark Seal Board ist ein Witz. Sentinel Ender, da braucht man ein paar Hexen. Bus Randomizer, okay. Das ist aber eigentlich auch alles nicht wirklich schwierig. Gut, das ist kein Thema. Gibt es Möglichkeiten? Ja gut, der Grinder gibt Essenz, aber wir werden mehr brauchen. Warte mal. Warte, 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 warte mal. Warte mal, warte, 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 warte. Okay, wir haben hier eine Essenz Q und ich habe noch eine irgendwo hier rumfliegen. Ich meine, wenn ich hier. Ja, genau, da, Flutkoessenz. Das heißt, im Klartext mit ein bisschen Weed können wir die hochzüchten, also dass wir dann jede Menge kriegen. Das ist super, das ist perfekt. Diese Mobfarm werde ich aber dann wahrscheinlich. Oder? Komm, die wollen wir hier auf. Haben wir da nicht irgendwas im Questbuch freigeschaltet? Nö. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal hier bei Kappa weiter. Machen wir einen Alchemical Bag. Morningstar, Katar, Jota.
Turbine und Steam Processing können wir kurz fertig machen. Dann haben wir hier alles auch fertig. Hier können wir noch fertig machen. Da kann man vielleicht dann noch eine Folge draus machen. Das ist eigentlich jetzt wirklich nur noch rumgecraftet. Zeta haben wir noch ziemlich viel zu tun. Epsilon geht klar. Komm. So, zum Abschluss kann man hier nochmal. Das werden nochmal gute Rewards geben. So. Das kommt weg. 75, 75, 75 und 100. 75er. Ein Artefakt, okay. World of Newspaper und Redstone, ja gut. Vergiss, was ich gesagt habe, aber das ist mir scheißegal. Leute, wir haben in den World of Animation gelegt. Oh, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.